Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dark and Light. Mit dabei ist die Akasha. Hallo. Und die Shani. Hallo. Und gleich ein neues Katzenmitglied. Mal wieder. Ja, jetzt bindest du gleich direkt die Seele da rein und wenn wir den mal wieder verlieren, falls wir nicht noch einen besseren finden demnächst, dann können wir den wiederbeleben. Soll ich mal Kibbel rein? Ja, ja. Ich dachte, das würdest du gerade schon tun. Bei 800 Hunger dürfte das eigentlich relativ easy durchgehen jetzt. Ja, das sieht gut aus. Oh. Tada! Du hast gezähmt, a Panther. Okay. Oh, du hast ihn aber gezähmt. Wahrscheinlich, weil du das Kibbel da reingelegt hast. Und jetzt was du wie? Was wie? Gibt's mit dem Rumbein. mit einem M. Ist egal, kann ich noch ändern. wie mache ich das jetzt mit dem Stein? Du rüstest den in deiner Hand aus. Meiner. Also du lesen dir eine Schnellleiste. Schnellleiste? Ja. Und dann wählst du das aus. Das Ding. Dann hast du den ja in der Hand. Ja. Und jetzt? Ja, jetzt machst du Linksklick auf die Katze. Tada! Juhu! Ganz easy. Hatte er Angst, dass ich das Tier schlage? Nö. Aber das würde dann eh keinen Damage kriegen. Weil wir Friendly Fire aus haben. Das ist der Vorteil am PvP-Server. Aber der hätte ja ruhig mal hier schlafen können irgendwie. Ja, doch. Nein, hat er nicht. Oder nicht ausreichend zumindest. So. Ich denke, jetzt bringen wir mal eben dein Dings da weg. Goblins haben im Offscreen genug gefarmt. Hier schläft ein Einhorn. Was kann nicht sich witzig haben? Dann esse ich es. Nein! Hafner Einhörner darf man nicht essen. Wieso? Nee. So. Weiß gar nicht. Wir brauchen Zahnräder, um diese Machete herzustellen. Machete? Balliste. Machete? Ja. 15 Kupfer und 3 Zahnräder brauche ich, dann kann ich eine bauen. Ich bring mal deinen Vogel weg. Okay. Reite weg. Kommt hier noch wer durch? Wo durch? Durch das Tor. Nö. Glaub nicht. Ach, ich kann das gar nicht schließen. Wieso? Rang 5. Hä? Ach so, das ist noch von früher. Du reitest auf einer schlafenden Katze. Okay. Jetzt hat das Tor Rang 3. Ja, geplant war ja eh, dass eh alles mal irgendwann ersetzt wird. Durch bessere Sachen. Den Stein tue ich jetzt einfach sicherheitshalber zu den anderen Steinen. Genau. Okay.
Und wie macht man diesen Goblin-Vertrag? Weiß ich nicht. Toll. Wo soll ich die Maschinenräder hinpacken? In meine Werkbank, bitte. Oh, warte, ich hab den Vogel. Ja, das wussten wir ja. Ich habe sie im Vogel und nicht ich so. Habe einen Vogel. Okay. Bitte. Aber danke, habe ich auch verstanden. Oh. Boosters Contract at the Goblin Ballista ist zu summon a Goblin. Einziger möglicher Herstellungsort Goblin Inventory. Ja, habe ich jetzt auch gesehen. Früher konnte man die, glaube ich, anders herstellen. Also müssen wir jetzt hoffen, dass wir irgendwie einen Goblin mit... Ich brauche noch 15 Kupferbarren. Haben wir noch 15 Kupferbarren? Bestimmt. Ich glaube schon. Wenn wir was haben, dann ist es Kupfer. 50 haben wir hier. Ich brauche 15. Ja, dann nimm dir. Ich habe 88 hier direkt im Fettofen neben mir. Ach, wir brauchen diese Rädchen auch eh, um Goblin-Ballisten herzustellen. Ja, ich... Ich hab doch gesagt, mit 15 Stück kann ich noch eine bauen. Moment. Ja, hier Moment. Packst du bei mir eine Werkbank die Rädchen, dann kannst du direkt da welche herstellen. Ich hab schon eine. Ich hab gerade jetzt einfach nur die Kupferbarren direkt so genommen, wie sie da waren. Haben doch noch ein paar Rädchen, oder? Ja, ja, jetzt liegt doch nicht in den Rädchen, jetzt sehe ich dann gar nicht. Ich hab jetzt einfach mal drei hergestellt hier. Eine hab ich. Dann bringen wir die erstmal hoch, oder wie? Ja. Ich weiß halt nicht, wie man die... Jetzt, boah, 20 Kilo eine, ernsthaft? Wie viel hast du hergestellt? Drei. Soll ich was abnehmen? Nö, ich bin nicht überladen. Das hatte mich jetzt nur etwas schockiert, so im Verhältnis zu allem anderen. Braucht man neue Pfeile. Das Katzenzähmen hat das ganz schön. Oh, hier gibt's keine mehr. Ist nur noch normale Pfeile. Hä? Okay. Hat jemand falsch sortiert. So. Hier ist doch gerade schon wieder jemand geflogen. Ja, ich fliege hier die ganze Zeit. Wieso? Ich will fliegen. Okay. Ich will nicht, dass sie gerade stirbt. Ja. Aber wir können sie doch wiederbeleben. Aber trotzdem. Da hinten läuft eine Hyäne in der Luft. Oben auf der Ruine sind Hyänen und... Guck mal, da ist ein Dingsgreif. Als die Hyäne noch nicht... Der Greif ist hier. Als die Strukturen noch nicht aufgebaut waren, ist die Hyäne durch die Luft... Hast du Hilfe? Ein Elite-Greif? Mann. Der ist ziemlich groß. Wow! Krank! Soll er mal runterkommen hier? Kannst du ihn runterziehen vielleicht? Frage, ist der Greif hier gebunden? Stein? Nö. Du sollst ihn ja nur hier runterziehen, dass wir den Greif zerhacken können. Einmal anhitten und dann kommt er vielleicht runter. Oder wird auch zweimal, der ist auch viel größer, ne? Und wendiger, wie es aussieht. Boah, das ist ein Berunder oder so. Ich habe auf jeden Fall gerade eine Errungenschaftskarte gekriegt hier. What? Ach, er ist gar nicht auf mich. Nö. Oh. Wir sagen dir schon, wenn er hinter dir ist. Nein. Bisschen zu unaufregend.
Jetzt könnte es vielleicht sein, dass er sich dann vielleicht mal für dich interessiert. Ja. Nein. Was ist denn nun mit dem? Wir sind doch so appetitliche Häppchen. Was greift er denn da an? War da oben noch mehr außer dieser zweiköpfige Aasgeier? Nö. Was macht er denn dann da? Geh noch mal hin. Ja, ich glaube, jetzt ist gut. Ah, ja. Du hast dich in mich reingebackt. So. Dann schauen wir mal. Vielleicht haben wir jetzt hier oben. So, Balliste. Genau. Baust du jetzt hier noch was hin oder reißen wir das hier ab? Ich denke, wir reißen das auf Dauer betrachtet ab. Ach man, jetzt kann man ja gar nicht mehr aufs Dach gehen hier, weil wir ja eine Etage noch drauf gebaut haben. Man macht doch eine Leiter. Genau. Möchtest du kurz hochfliegen? Nee. Der Goblin muss ja letzten Endes auch irgendwie hochkommen. Geht runter. Ja. Hör ich da ein Skelett? Ja. Und bittet er? Er versucht, das Haus zu retten. Können wir ihm nicht durchgehen lassen. Ach, hier unten ist noch eins. Hier sind zwei. Ja, da unten kommen meistens zwei. Ich muss mich erstmal drehen. Wo ist das andere? Das ist runtergeschubst. Irgendwo hier unten. Keine Laterne mehr. Voll nervig, dass man erstmal absteigen muss. Hast du noch welche im Inventar? Ja. Da ist es, links. So. Wahrscheinlich in der Werkbank. Keine Ahnung, ob man das hier so platzieren kann. Ich teste das jetzt einfach mal. Aber dann ist ja auch die Sache, man muss da noch irgendwie hinkommen. Zielen. Players or tamed creatures only. Ach, das muss man jetzt hier auch. Zielen zu only players. All targets. Reichweite. Keine Ahnung. Ich weiß auch noch nicht, wie wir die hier hochkriegen, die Goblins, wenn wir mal irgendwie dann welche hinkriegen sollten.
die Dinger brauchen bestimmt auch noch Munition. Denn hier sind 15 Slots drin. Oder kommen da 15 Goblins rein? Boah, ist ganz schön buggy jetzt hier, wo die Dinger stehen. Eins habe ich noch. Ja, besser ist. Stellst du noch eins auf? Was? Fragt, ob du noch eins aufstellst. Nee, ich habe das jetzt hier erstmal in den Kleiderschrank hier gelegt. Okay. Der führt auf jeden Fall nicht nach Narnia, wenn man da reingeht oder wenn man den aufmacht. Ach, schade. Hier greift was an. Hier ist ein Greif. Irgendwas ist doch immer. Ja, genau. Der falsche Greif. Ja. Oder ist es? Weiß ich gar nicht. Hier ist nichts, aber ein Meteorit. Mithril. Apropos Mithril. Ich hole jetzt gleich mal ein Longhorn. Wollt ihr auch eure Longhörner? Ja. Hört dich. Keine Ahnung, ich. Jetzt. Ich muss noch Magic Paper herstellen. Ja, so waren die Goblin-Verträge vor dem Update herzustellen. Nein, du brauchst Magic Paper dafür. Steht doch da. Oh. Ja, du siehst doch, dass das auf Magic Paper ist. Oh, ja, und Tinte. Ja, Tinte habe ich dabei. Magic Paper muss ich herstellen. Unter Verzaubere könnte ich auch herstellen. Ja, dann mach du das. Ich kümmere mich um die Tinte. Mach du das Papier. Ich hab doch schon Tinte. Wie viel hast du denn? Eine. Wir brauchen aber viele Goblins, mindestens drei. Ja, aber erstmal müsste man es auch austesten. Ja. Wow. Was ein Sprung. Ja, hat auch ordentlich Fallschaden gegeben. Das glaube ich. Aber sah bestimmt elegant aus von unten. Ja. Hatte was.
Und ich stelle noch mehr von dem Zeug daher. Also mach die Barren. Soll ich machen? Ich hab Dings reingetan in Schmelzer. Mach Barren und Schwefelpulver. Oh oh. Was? Da ist gerade wieder ein Meteorit runtergekommen. Ah. Ah, weiter. Ja. Aber er lässt hier ganz schön seine Wut raus. Er war ganz schön schnell hier. Hä? Achso, er folgt Stomper. Wieder so ein Wutnachbar, dem es nicht passt, dass wir hier quasi unsere Gartenzwerge hingestellt haben.
gibt aber gleich schon wieder Regen. Ja. Ich war hier gerade einen Moment im Inventar und jetzt ist die Katze verschwunden. Oh. Ich habe keine Ahnung, wohin. Da unten. Shani, bist du auf dem Greif? Nein. Hast du den gerade in greifbarer Nähe? Nein. Das ist schlecht. Ich bin am Außenposten. Bitte? Ich bin am Außenposten mit dem Longhorn. Kannst du mir 85 Fell und 125 Leder bringen? Ich? Kann ihm. Wie viel Fell? 85. Okay, und Leder wie viel? 125. Bist du? Hier unten. Ach da, ich sehe deinen Namen. Pack bei dir rein, ja? Ja. Danke. Kannst du vielleicht kurz auf mein Longhorn aufpassen und das dann gleich mitbringen? Wenn ich aber also mit wegnehmen, erst wenn ich sage. Mal gucken, wo die Katze jetzt ist hier. Ja.
du ein Dorf betreten hast. Also hast, stand da nicht hinter, aber... Dauert schon einen Moment, bis man runterkommt hier. Da lauert echt schon ein Kobold auf die Katze. Das ist nicht zu glauben. Irgendwas schlägt hier. Jetzt könntest du den mitnehmen. Den Longhorn. Wo, zum Außenposten hin? Ja. Oh nein. Regen in die Traufe einfach. So, ich werde jetzt noch weiter zum Außenposten zurückreiten, aber die Folge ist für heute zu Ende. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, gerne auch ein Abo und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.